Technik-Espresso ist fertig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Technik-Espresso. Mein Name ist Britta Dose, ich habe einen leckeren Espresso. Ich hoffe, du hast auch ein Getränk und los geht's. Heute möchte ich euch gerne mein Lieblingswerkzeug vorstellen. Ohne das Werkzeug könnte ich, glaube ich, gar nicht mit meinen Kunden zusammenarbeiten. Ich betreue ja meine Kunden online und unterstütze sie bei der Arbeit an ihrer Website oder bei der Lösung von anderen technischen Problemen, die sie im Bereich Online-Marketing haben. Das kann eine Webcam sein, eine Videoaufzeichnung, das kann ein E-Mail-Marketing sein und so weiter. Und da arbeite ich mit meinen Kunden mit einer Software, die heißt Zoom US. Das ist also eine Online-Meeting-Software, mit der man sich zum einen sehen kann, miteinander sprechen kann und zum anderen ist es möglich, für alle Beteiligten sofort ihren Bildschirm freizugeben, so dass ich also sehen kann, was der andere auf seinem Bildschirm sieht und demzufolge auch die Möglichkeit habe, ihn dabei zu unterstützen, bestimmte Einstellungen und Probleme am PC zu lösen. Die erste Möglichkeit ist über das Panel, das ich auf meinem PC installiert habe. Und ich kann hier jederzeit ein neues Meeting starten. Ich kann an einem Meeting teilnehmen. Ich kann über eine Kalenderfunktion ein Meeting planen. Die kann ich dann auch hier drüber abrufen. Und ich kann natürlich auch sofort meinen Bildschirm freigeben. Ich gehe mal hier auf neues Meeting. Meine zweite Webcam ist jetzt nicht so toll wie die erste. Aber es soll erstmal reichen und ich gehe jetzt mal in den anderen Rechner und melde mich dort zum Meeting an, indem ich diese Meeting-ID, die ihr hier oben in dieser Zeile seht, in den PC eingebe. Normalerweise ist das ausreichend, wenn man dem anderen Teilnehmer einen Link schickt, mit dem der sich dann einfach per Mausklick zu dem Livestream anmelden kann. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mit Video dem Livestream beizutreten. Und also ihr habt jetzt gehört, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass ich tatsächlich mit mir selber kommuniziere. Hier ist also jetzt der Bildschirm, wie der aussieht, wenn ich mit einer zweiten Person am PC spreche. Wie gesagt, hier ist jetzt mein Laptop. Deshalb sieht das Bild ein bisschen komisch aus und das ist hier meine zweite Webcam, die ist auch nicht ganz so gut wie meine erste. Ihr seht es so ein bisschen am Bildunterschied. Okay, so kann ich also mit den Teilnehmern sprechen. Wir reden also so, als würden wir gegenüber sitzen. Das finde ich richtig klasse. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ich teile jetzt mit dem Gegenüber meinen Bildschirm. Und dazu klicke ich einfach hier unten auf diesen Button Bildschirm freigeben. Und ich kann jetzt entweder den Bildschirm 1 oder den Bildschirm 2 freigeben. Und ich gebe jetzt mal hier diesen zweiten Bildschirm frei und dann legt sich das Video nach unten. Ich habe bloß noch hier so ein kleines Vorschaubild. Ich lege mal das Panel weg, das stört so ein bisschen. Habe bloß noch das Vorschaubild oder so ein kleines Bild von den Videos, dass ich den anderen Teilnehmer noch sehe. Und hier oben habe ich jetzt ein Panel, mit dem ich jetzt die weiteren Sachen steuern kann. Ne? Ich kann also hier mein Mikrofon stumm schalten, so dass also keine Töne mehr übertragen werden. Ich kann mein Video beenden, dann erscheint einfach ein Bild, das ich vorher hochgeladen habe. Ich kann hier die Teilnehmer verwalten. Ihr seht, da bin zweimal ich drin. Und kann für die Teilnehmer hier Mikrofon und Webcam sozusagen verwalten. Hier unten mit diesem Button stoppen, da kann ich also meine Freigabe beenden. Ich kann die auch unterbrechen und ich könnte auch einen Kommentar machen. Das heißt, ich kann jetzt hier mit der Zeichenfunktion kann ich jetzt hier direkt auf meinen Desktop Sachen zeichnen, die kann ich dann speichern. Im Idealfall würde ich da natürlich irgendwas Weißes drunter legen, ne, damit also die Informationen dann erhalten bleiben. Genau.
So, hier habe ich eine Chat-Funktion. In dem Chat habe ich also die Möglichkeit, dem anderen eine Nachricht zu senden. Da kann man schnell mal einen Link teilen, den sieht dann der andere halt auch, oder man kann einen Link zu einer Webseite hinschicken, was man sich da angucken möchte. Also auch hier gibt es sozusagen viele Möglichkeiten, die man dort nutzen kann. Natürlich kann man auch diese Session aufzeichnen. Ich kann zum Beispiel auf diesem Computer aufzeichnen oder ich kann in der Cloud aufzeichnen, ne? Dann wird das in dieser Web-Benutzeroberfläche von Zoom sozusagen gespeichert und ich kann das dann dort abrufen und kann auch einen Link zu der Aufzeichnung gleich an meinen Partner weiterschicken, sodass der sich dann die Aufzeichnung dort runterladen kann und anschauen kann. Genau. So. Ich stoppe jetzt mal hier die Aufzeichnung und wechsle mal zu dem anderen Laptop. Und hier kann ich jetzt auch als Benutzer das Gleiche machen. Ich kann nämlich meinen Bildschirm freigeben. Und ich habe jetzt also hier den Bildschirm freigegeben. Das war jetzt hier nur diese Startseite. Und habe jetzt hier sozusagen die Benutzeroberfläche vom Desktop und kann jetzt hier alle Einstellungen, die ich irgendwie vornehmen möchte, direkt sehen und kann das auch damit arbeiten, ne? Für meine Zusammenarbeit habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auf meinem PC zu sagen, ich möchte die Fernbedienung beantragen. Dann kommt hier am Laptop. Ich muss erst eine Anfrage schicken und dann kommt hier die Anfrage, ob der andere das genehmigen möchte. Und jetzt kann ich hier direkt von meinem PC aus den Bildschirm des anderen steuern und kann dort zum Beispiel Webseiten aufrufen oder Einstellungen vornehmen oder solche Sachen machen, ne? Das sind also, wie gesagt, hier die Möglichkeiten, die man tatsächlich hat. Ich kann hier sowohl an dem PC, also am Laptop, wo ich hier sitze, kann ich jetzt sagen, ich möchte die Freigabe stoppen und damit stoppt dann natürlich auch die Freigabe auf den Zugriff des anderen Computers. Das geht dann also auch automatisch. Okay, so, das waren die grundlegenden Sachen, die ich hier bei der Arbeit mit Zoom so täglich nutze. Ich werde jetzt mal das Meeting hier beenden und dann seht ihr, jetzt kommt automatisch die Aufzeichnung des Chats. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Webseite dazu aussieht. Dann gehe ich hier auf Zoom US und habe hier einen Link zu meinem Konto und hier stehen jetzt meine ganzen Einstellungen. Ich kann jetzt hier bestimmte Sachen planen. Webinare, hier gibt es die Aufzeichnungen, die ich planen kann. Da gibt es also die unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich hier freigeben kann. Oder ich kann halt auch sagen, okay, ich kann mir hier das Video runterladen und da gibt es immer drei Dateien. Das eine ist der freigegebene Bildschirm und die Aufzeichnung der Videos. Dann kann ich das Ganze nur als Audiodatei runterladen und ich kann sagen, ich möchte nur den Chat haben. Das ist also das, was die Teilnehmer im Chat dann geschrieben haben. Also, okay. Wenn ihr ein Meeting gestartet habt und ihr habt hier diese beiden Bilder nebeneinander, die beiden Videobilder der Teilnehmer, dann kann man hier oben umschalten in die sogenannte Sprecheransicht. Sprecheransicht bedeutet immer, dass derjenige, der gerade spricht, hier in einem großen Video zu sehen ist. Und wenn ich jetzt an dem anderen Laptop sozusagen sprechen würde, mache ich hier den Ton ein. Und dann sollte man tatsächlich an dieser Stelle das andere Video groß sehen. Ihr seht also, das Zoom erkennt automatisch, wer gerade der Sprecher ist und schaltet dann das entsprechende Video auf groß. Das heißt, die Anzeige in der Sprecheransicht, die springt ständig hin und her für diejenigen, die halt gerade sprechen. So, und da bin ich jetzt wieder drauf und kann also hier an dieser Stelle weitermachen und kann, seht also das wieder, dass das Video jetzt gewechselt hat, ne? Also das Fazit. Zoom US ist eine wunderbare Plattform, mit der man Online-Meetings
ganz einfach und ganz schnell erledigen kann. Ich habe also kaum einen PC gefunden oder einen Teilnehmer gefunden, wo wir das Zoom nicht zum Laufen bekommen haben. Da bin ich von anderen Webinar-Plattformen und Meeting-Plattformen ganz andere Sachen und viel schlimmere Sachen gewöhnt. Man kann das Tool so einstellen, dass jeder seinen Bildschirm freigeben kann. Das ist bei anderen Plattformen auch nicht unbedingt so. Und ich kann einen Fernwartungsmodus einschalten, so dass ich halt anderen die Möglichkeit geben kann, direkt auf meinem PC zu arbeiten. Die kostenlose Variante von Zoom kann man mit allen Funktionen nutzen. Die einzige Beschränkung, die es da gibt, ist, dass nach 40 Minuten das Video getrennt wird oder die Verbindung getrennt wird. Man kann sich aber sofort wieder mit der gleichen Meeting-ID einwählen und sozusagen weiterarbeiten. Ansonsten gibt es die Pro-Version. Bei der Pro-Version gibt es so eine kleine Aufzeichnungsversion noch im Netzwerk, also da, dass man sieht, wann man mit wem gesprochen hat und wie die Auslastung der Zoom-Module ist, also wie oft die verwendet werden. Und da ist natürlich die Unterbrechung nach den 40 Minuten nicht dabei. Da kann man die Meetings so lange machen, wie man das gerne möchte. Und für, also das kostet, glaube ich, 13,75 Euro oder so im Monat. Und für nochmal 36 oder 32 Euro zusätzlich kann man monatlich die Meeting-Komponente, nein, die Webinar-Komponente dazu buchen bzw. abwählen. Ja, also wenn ihr Interesse dran habt, dann schaut euch das einfach mal an. Die Webseite heißt Zoom US. Man kann da auch einen Test beantragen, kann sich das vorführen lassen. Aber ich finde das wirklich die bisher am besten laufende Meeting-Software, die ich bisher also kennengelernt habe. Okay, so, also, das war's. Wir sind am Ende. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wie immer über ein Like oder wenn ihr das Video teilt. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag zu Episode 39. Bis dahin. Tschüss.